Schnelles Essen im Glas, was kann ich to go einfach mitnehmen? Ihr Lieben, ihr seht hier Brezel, was würdet ihr sagen, was fällt euch ein, was kann man alles ins Glas packen, um ein schnelles Gericht oder eine schnelle Mahlzeit für unterwegs mitzunehmen? Schreibt mir mal in die Kommentare. Ihr Lieben, denkt dran, Plus weg für den ganzen Content und dass wir uns wiedersehen. Ne? Möchte ja, dass wir alle was davon haben. Also ihr Lieben, zurück, echter Patientenfall. Also ich hatte eine Patientin, die sehr viel beruflich unterwegs ist in der Beratung und es ging darum, was sie, ja, außer, das kennt ihr alle, ne, klassisches Brot oder das klassische Obst oder ne, der typische Apfel oder die Banane, die häufig immer mit ist. Was kann man noch mitnehmen, was einfach mal ein bisschen was anderes ist? Was kann ich während des Autofahrens essen? Was kann ich in der Bahn essen, wenn ich im Zug sitze, wenn ich im Taxi sitze, wenn ich irgendwo warten muss auf dem Bahnhof oder beim Kunden warten muss oder bevor ich in einen Termin reingehe und wieder rausgehe, also zum Beispiel Arzttermin. Was kann ich mir da mitnehmen? Was kann ich machen, wenn ich Fahrrad fahre, anhalte, ne, und eine Tour mache zum Beispiel? Ihr kennt das alle mit einem Picknickkorb. Es gibt aber auch ganz einfache Lösungen, und zwar nehmt ihr einfach ein Glas. Natürlich könnt ihr an der Stelle auch eine Plastikdose oder sowas nehmen. Ich wollte aber mal das Glas nehmen, weil es einfach auch nochmal eine andere Struktur ist. Und man ja auch, ne, das Auge isst ja manchmal auch mit. Hier sind zum Beispiel jetzt so ein paar Brezel drin, die kann man natürlich mitnehmen, weil sie am Ende immer der Ersatz sind für das Brot. Wenn ich jetzt kein Brot habe, dann kann ich auch mal Brezel essen. Die gibt es ja mittlerweile auch mit Körnern und Ähnlichem, die gibt es auch als Art Knäckebrote oder so, aber die kann ich mitnehmen, die halten, egal ob es kalt oder warm ist, ne? Hitze im Auto, kennt ihr alle, ist manchmal ein bisschen schwierig. Das heißt, solche Brezel oder Salzstangen funktionieren schon mal sehr gut. Die kann man sich gelagert dann natürlich auch, also in einem Glas oder in einer Box, auch einfach auf vorrätig schon an den Ort legen. Wenn ich auch zum Beispiel im Büro eine Schublade habe, habe ich immer eine Notreserve. Habe ich übrigens auch gemacht, als ich viel mit dem Auto unterwegs war. Wenn man das Brot aufgegessen war, man hat doch noch Hunger gehabt oder man kam nicht dazu, habe ich immer Notreserve im Auto. So, das heißt, was ist noch möglich? Natürlich könnt ihr gucken, Nüsse zum Beispiel. Wenn ich Nüsse habe, kann ich ja auch vielfältigerweise, gibt ja auch Studentenfutter, wo auch noch ein bisschen Rosinen drin sind, der Blutzucker nochmal sich ein bisschen verändert, kann ich also auch wunderbar mitnehmen. Ne, Mandeln und so gehen natürlich auch sehr gut, gehört alles in die Nussfraktion. Wenn wir jetzt in die Richtung gehen, was kann ich noch ins Glas machen, dann kann ich natürlich auch, wenn ich habe, ein bisschen Früchte, nicht ganz so viel, aber natürlich auch ein paar Früchte unten reinmachen. Ne? Und dann kann ich einfach den Quark obendrauf, zum Beispiel Schuss Milch, Schuss Wasser. Man kann auch nur Quark und ein bisschen O-Saft da reinmachen. Ihr könnt es natürlich auch als Shake machen, wenn ihr eine Trinkflasche habt. Aber Quark und Joghurt, Frischkäse geht auch im klassischen Schraubglas. Das ist ja kein Problem. Ich muss dann nur gucken, was habe ich an Verfügbarkeit von Früchten. Sind es frische Früchte? Ich kann auch TK-Früchte nehmen. Wenn die TK sind und ihr habt keinen Löffel und könnt es nicht direkt essen, dann wäre natürlich immer gut, dass es püriert ist. Wenn es schnell gehen soll, lohnt es sich, Früchte, TK oder frisch, je nachdem, was ihr da habt, oder aus der Dose vorher zu pürieren. Man kann den Eiswürfelbehälter einfrieren und dann muss ich zum Beispiel nur Quark und Joghurt rein, zack, Eiswürfel dazu mit den Früchten, weil das kühlt, wenn es natürlich warm draußen ist, und ihr habt die Möglichkeit, einmal ordentlich schütteln, dann ist der selbstgemachte Joghurt auch fertig. Oder die selbste Quarkspeise oder der Frischkäse. Ihr könnt natürlich, kennen einige vielleicht unter diesem Wort Meal Prep, was kann ich in ein Glas tun? Leute, haben unsere Großeltern früher schon gemacht oder Urgroßeltern. Ich kann natürlich auch Gemüse klein schneiden. Ich kann auch Restgemüse nehmen, wenn ich das kurz in der Pfanne gegart habe. Kann ich das hier mit reinmachen? Ich kann da Kichererbsen mit zumachen. Ich kann da Linsen mit zumachen. Ich kann da Kartoffel klein geschnitten dazu machen und dann ein bisschen Soße. Ich kann bunten Salat hier reinmachen und dann gemixt, oder ich esse dann einfach ein paar Brezel dazu. Das heißt, ihr könnt mehrere Sachen in das Glas füllen, um natürlich auch, ne, ich habe ein relativ großes Glas, hier ist ein ehemaliges Gurkenglas, aber ihr könnt natürlich auch ein kleineres nehmen. Ne, dies hier sind ja zum Beispiel so kleine Gläser, kleine Pesto-Gläser. Also schaut einfach, was ihr da gerne nutzen wollt, und dann habt ihr auch die Möglichkeit, ne, solche Sachen ins Glas, Löffel mitnehmen oder Gabel mitnehmen, um Schwupps.
habe ich auch eine gesunde Mahlzeit. Ich kann zum Beispiel Kräuterquark machen, kann dann die Möhren zum Beispiel klein schneiden, damit reinmachen. Wenn ich denke, oh, reicht mir noch nicht ganz, ich kann dann Spiegelei schnell braten, klein schneiden und damit zu in den Salat hinein. Ihr kennt das sicherlich alle auch mit gekochtem Ei, geht natürlich auch klein schneiden damit rein. Was man auch gut machen kann, habe ich letztens auch gemacht, als ich unterwegs war, ich habe einfach Würstchen mitgenommen. Das heißt, ich kann ja ein Wiener Würstchen nehmen, eventuell nehme ich das einfach im Glas mit. Das war übrigens auch die Lösung für die Patientin, die dann gesagt hat, Mensch, sie isst so gerne Würstchen, kauft sie sich die kleinen Würstchen oder sagt sie, ich nehme die, schneide die klein, hat ein bisschen Flüssigkeit von den Würstchen ins Glas gemacht, die Portionsmenge mitgenommen, die sie hat. Und dann konnte sie, oder na, manche nehmen ja auch ganzes Würstchen mit, kann das ganze Glaswürstchen mitnehmen. Und dann habe ich sozusagen die Möglichkeit, unterwegs auch Würstchen zu essen. Was auch immer ganz gut geht in die Gläser füllen oder in die Box, sind auch so Salami-Sticks. Gibt es ja in verschiedener Länge, in verschiedenen Größen. Die halten ja Hitze zum Teil auch wirklich ganz gut aus. Genau, Gemüse haben wir ja schon gesagt. Hier gehen natürlich auch Cherry-Tomaten und solche Sachen mit rein oder Mini-Gurken oder Mini-Möhrchen. Ich kann die auch kurz einmal klein schneiden, mix das Gemüse, mache ein bisschen Blattsalat oben drauf, klein geschnitten oder Eisbergsalat und würde dann noch ein bisschen zum Beispiel Joghurtsoße oder eure Lieblingssoße oben drüber, weil die Soße brauchen wir ja, um einmal dem Essen einen Geschmack zu geben und um sozusagen die Feuchtigkeit, um das runterschlucken zu können, zu haben. Deswegen brauchen wir eben manchmal Soße. Was übrigens im Glas auch gut geht, ist Suppen, wenn jemand auch kalte Suppen mag, ne, kann man solche Sachen nutzen. Und letzte Idee, ihr könnt auch, wer es mag, Gemüse-Tomatensaft nehmen. Der ist ja sauer vergoren, Milchsäure mit drin, regt die Verdauung an, also könnt ihr und macht einen guten Sättigungseffekt. Könnt ihr natürlich auch gerne im Glas umfüllen und mitnehmen oder natürlich auch, ne, in den Flaschen zum Trinken. Das heißt, ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten für To Go. Die Patientin hat sich für die Würstchen entschieden. Und genau, also es gibt vielfältige Möglichkeiten, was ihr da machen könnt. Ihr Lieben, denkt dran, Plusweg abonnieren, damit wir uns wiedersehen. Und ganz lieben Dank, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, ihr Lieben. Danke!